Hey Leute und herzlich willkommen, ich bin's wie Elias und Call of Duty hat gerade den neuen Spezialisten für den Online-Modus von Black Ops 3 angekündigt und ich habe mich selber darauf so gefreut, dass ich mich dazu entschieden habe, jetzt sofort ein Video zu machen, um euch das Ganze mal zu zeigen und zu erklären. Genauer gesagt wurde gerade ein neuer Trailer veröffentlicht und in diesem Trailer kann man eben zwei Sachen sehen. Einmal wurden die Aufträge vorgestellt, die jetzt bald kommen werden, genauer gesagt am 14. Juni und dann eben noch der neue Spezialist namens Blackjack. Ich möchte euch als erstes mal den neuen Spezialisten Blackjack vorstellen. Das ist eben der Typ, der den Schwarzmarkt betreibt und es ist ja schon seit längerem bekannt und es gab auch Gerüchte und Leaks und so weiter, dass das Ganze derjenige sein wird und deswegen werde ich euch jetzt als erstmal zeigen, was der so für Spezialfähigkeiten hat. Die Spezialfähigkeit von Blackjack hat den Namen Schurke und damit kann man die Spezialwaffe bzw. die Spezialistenfähigkeit von dem anderen Spieler, den man tötet, stehlen. Hier könnt ihr das Ganze jetzt eben mal sehen, man ist kurz davor, den Spezialisten zu erreichen und tötet jetzt eben den letzten Gegner und dadurch bekommt man dann eben die Spezialwaffe oder Spezialfähigkeit, die der getötete Gegner eben hat. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool, finde ich persönlich, deswegen kann man oder dadurch kann man eben die ganze Zeit über verschiedene Sachen freischalten. Jetzt könnt ihr hier eben sehen, dass man ein Problem hat, eben auch damit Leute töten kann, also ist wirklich eine coole Sache. Und die Spezialistenwaffe von Blackjack hat den Namen Spieler und damit kann man im Schlachtfeld dann eine zufällige Spezialistenfähigkeit bekommen oder eine zufällige Spezialistin. Waffe. Hier könnt ihr das Ganze jetzt nochmal an einem Beispiel sehen, man ist eben wieder kurz davor, die Spezialwaffe freizuschalten, man macht den letzten Kill und jetzt bekommt man eben eine zufällige Spezialfähigkeit oder Spezialwaffe und dann kann man die eben einsetzen und dadurch hat man eben auch die ganze Zeit im Spiel verschiedene Spezialistenwaffen oder Fähigkeiten. Ich selber finde die Spezialistenfähigkeiten und Spezialistenwaffe auf jeden Fall sehr, sehr geil, das Ganze hört sich wirklich sehr cool und interessant an und ich bin mir sicher, damit macht das Zocken auf jeden Fall verdammt viel Spaß. Lasst mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, also von der Spezialistenwaffe und von der Spezialistenfähigkeit und auch vom Aussehen von diesem neuen Spezialisten. Bevor ich das Video jetzt beende, möchte ich euch noch die neue Funktion Aufträge zeigen. Die war ja schon mal kurz da und mit dieser Funktion kann man sich eben extra Krypto-Fucking-Case für den Schwarzmarkt verdienen. Es gibt tägliche Herausforderungen, wöchentliche Herausforderungen und auch ganz spezielle Herausforderungen. Tägliche Herausforderungen werden zum Beispiel sein, dass man insgesamt 10 Headshots an diesem Tag verteilen muss. Dafür bekommt man dann 10 Krypto-Fucking-Case und wöchentliche Herausforderungen werden zum Beispiel sein, dass man mal in einem Match einen Score von 50.000 Punkte erreichen muss oder insgesamt 25 Killstreaks erreichen muss. Und durch diese Aufträge kann man sich dann eben auch den neuen Spezialisten Blackjack freischalten, deswegen kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, das Ganze dann zu machen, sobald es am Dienstag dann eben verfügbar ist. Ich selber feiere das Ganze auf jeden Fall extrem, dass wir jetzt eben noch eine Möglichkeit haben, ohne echtes Geld an Krypto-Fucking-Case zu kommen. Also lasst mich auf jeden Fall eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Wie auch immer, dann war es mit dem kurzen Infovideo. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat oder falls ihr euch genauso krass freut wie ich. Und dann war es von mir. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.